Hallo meine Lieben, ich rezensiere gerade Sommerbücher und wie ihr wisst, ist der Sommer mit meine liebste Jahreszeit. Ich lese auch gerne Herbstbücher und Winterbücher, keine Frage. Aber bei den Sommerbüchern, wenn es auf Reisen geht, ans Meer, an den Fluss, an den See und wir all diese schönen Beschreibungen von all den schönen Orten dieser Welt bekommen, da bin ich voll dabei, da geht mir das Herz auf. Und deshalb musste ich dieses Buch lesen, denn es sieht schon so sommerlich aus. Und es ist ein Thriller. Es musste auch mal was anderes her als nur romantische Lektüre. Und deshalb gab es Holiday von T.M. Logan. 7 Tage, 3 Familien und ein tödliches Geheimnis. Das steht auf dem Buch drauf und hat mich direkt angesprochen. Es geht hier um Kate, die mit ihrem Ehemann Sean und den beiden gemeinsamen Kindern, einer Teenager-Tochter und einem etwas jüngeren Sohn, mit den besten Freundinnen von Kate und deren Familien nach Frankreich in ein Ferienhaus fahren und dort ihren gemeinsamen Sommerurlaub verbringen möchten. Die Freundinnen kennen sich schon eine sehr, sehr lange Zeit und machen öfter mal zusammen Urlaub. Und mittlerweile haben sie eben Familie. Die eine hat 2 Söhne, die im Teenageralter sind. Die andere hat gerade erst eine 3-jährige Tochter. Und die vierte Freundin kommt als Single dazu. Und während sich alle häuslich einrichten und man die ersten Abende draußen verbringt mit Wein und gutem Essen, oder anfängt die kleinen Städtchen rund um das kleine Örtchen, wo die sind, zu erkunden, findet sie eine Nachricht auf dem Handy ihres Ehemannes Sean, die sie denken lässt oder beziehungsweise die eindeutig darauf hinweist, dass ihr Mann Sean eine Affäre hat und zwar mit einer ihrer besten Freundinnen. Somit ist der Urlaub für Kate schon von Anfang an gelaufen. Sie versucht nun herauszufinden, ohne irgendwie Sean darauf anzusprechen, welche ihrer Freundinnen eine Affäre mit ihrem Mann haben könnte. Und analysiert deshalb jedes Gespräch, jeden Blick, jede Berührung, alles, was passiert. Jeder ist verdächtig. Also das Misstrauen hat sich direkt von Anfang an in diesen Urlaub eingeschlichen. Und ja, wir verfolgen das als Leser so ein bisschen mit, lernen nebenbei auch die anderen Charaktere so ein bisschen kennen, die anderen Familien kennen. Und es ist komisch. Irgendwie hat man das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Ist Kate jetzt paranoid? Bildet sie sich Dinge ein? Ist Sean? Freudscher Versprecher, möchte man meinen. Ist er wirklich ein Betrüger? Ist er unehrlich? Er verhält sich auch teilweise komisch. Zudem gibt es Probleme mit den Kindern, die sich teilweise eigenartig verhalten, besonders die Tochter. Da ist wohl auch irgendwas vorgefallen. Das erfahren wir aber auch nur so ganz nebenbei und man muss genau aufpassen und nebenbei eben all die anderen Charaktere und Familien, die hier noch eine Rolle spielen, all die Dynamiken zwischen den Ehepaaren, die ein oder anderen haben Probleme, dann die Spannung zwischen den Freundinnen, was verbindet die überhaupt miteinander, was macht ihre Freundschaft aus und wie stehen die zueinander, denn so eng scheint das nicht zu sein, anscheinend haben sie sich sehr auseinandergelebt. Und so geht das ganze Buch. Das Buch ist wahnsinnig spannend geschrieben. Man muss dazu sagen, es liest sich weg wie geschnitten Brot, wie Butter in der Sonne schmilzt es dahin. Du liest und liest und liest und liest, du bist so drin in der Geschichte. Also muss ich wirklich sagen, der Autor, der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall weitere Bücher von ihm lesen. Aber irgendwann, so nach 2 Dritteln des Buches, dachte ich mir, jetzt könnte jetzt auch mal was passieren. Es steht ja Thriller vorne drauf. Ich wollte jetzt eigentlich weder eine Charakterstudie noch irgendwie, ja, so ein Familien machen gemeinsam Urlaub und ja, irgendwie passierte nichts. Wisst ihr, wie ich meine? Man lernt ja erstmal alle kennen. Es hat mich sehr erinnert an One of the Girls von Lucy Clark. Das kann ich euch eigentlich auch noch vorstellen als Sommerbuch in dieser Reihe. Wo dann auch man erstmal alle kennenlernt in diesem Urlaub, die gemeinsam Urlaub machen und so nach und nach eben einfach klar wird, in welcher Beziehung stehen die denn zueinander und so weiter. Die Jugendlichen seilen sich natürlich so ein bisschen ab von den Erwachsenen und machen so ihr eigenes Ding. Zudem gibt es auch einige Gefahren in diesem Urlaubsort, die nicht ohne sind. Und wie gesagt, die eine kleine Tochter ist erst 3 Jahre alt und ja, man muss halt auch ein bisschen auch Acht geben, ne? Am Strand, am Wasser, bergig ist, wenn sie wandern gehen, im Wald und so weiter und so fort.
Urlaubsfeeling ist auf jeden Fall da. Hauptsächlich spielt das Ganze aber am Pool und so eine Strandszene ist auf jeden Fall dabei, wo ich sage, okay, das ist schon Sommerfeeling. Ansonsten geht es halt hauptsächlich um die Personen, also Ferienhaus, Pool, gemeinsam essen, Wein trinken, in den Ort gehen, solche Sachen. Und ganz am Ende, also relativ zum Schluss, passiert dann tatsächlich auch was, was wahrscheinlich dann dazu geführt hat, dass es ein Thriller geworden ist und kein Psychothriller. Psychothriller ist auch so ein Wort, das ist sehr schön. Wie gesagt, es gab so einen Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt könnte mal was passieren. Ich würde jetzt gerne wissen, ob die Protagonistin einfach einen Schuss weg hat, ob die sich das alles einbildet oder was ist da eigentlich los? Es war schon spannend, es hat mich schon gut unterhalten, aber ich wollte dann auch wissen und dann kam es auch. Das Ende, muss ich sagen, war wirklich spannend, dramatisch, richtig toll. Aber ich kann dieses Buch auch jedem empfehlen, der ein empfindlicher Thriller-Leser ist. Denn hier gibt es keine grausigen Morde, es gibt keinen Mord und Totschlag in dem Sinne, wo man sagen muss, oh Gott, sowas kann ich nicht lesen. Das gibt es hier nicht. Also das ist wirklich ein cooler Sommer-Thriller. Cool. den man lesen kann, wenn man auch vielleicht nicht so hartgesotten ist. Also wenn man eben diese Familiendynamik und so weiter mag und eben einfach den Aspekt, dass am Ende etwas Tragisches, Schlimmes passiert, was eben diese ganzen Konstellationen da so ein bisschen auseinanderreißt und eben auch aufreißt, um zu erfahren, warum, wieso, weshalb ist denn das so zwischen den Freundinnen. Genau. Es bleibt auch am Ende nicht viel offen. Ganz zum Schluss ist es ein bisschen weird. Da denkst du so, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht passiert. Das ist jetzt nicht passiert. Das kann der Autor jetzt nicht gemacht haben. Nein. Und dann freut man sich dann, wenn dann endlich die Auflösung kommt, weil man schon Angst hat, man erfährt es nicht. Aber die Auflösung kommt und dann ist das Buch auch schon vorbei. Also es ist wirklich, es hat mich mitgenommen. Ich habe in der Bahn gelesen, sogar wenn ich keinen Sitzplatz hatte. Ich habe gestanden, habe mich da an der Haltestange festgehalten. Ungefähr so. Und es war spannend. Ich werde auf jeden Fall The Catch, heißt glaube ich der Nachfolger, hat aber nichts mit dem Roman zu tun, mir besorgen und lesen. Und ich werde mal gucken, was der Autor noch so geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich kannte C.M. Logan vorher nicht. Das Buch ist 2019 erschienen, bei uns im Juli 2022, also ganz aktuell. Und ihr könnt mir ja mal gerne eure Sommertipps dalassen. Darum bitte ich euch ja in jenem Video. Ihr könnt mir Thriller dalassen oder Liebesromane oder sonst was. Ist mir eigentlich egal. Oder Abenteuerromane, wenn ihr irgendwas Schönes habt, was im Regenwald spielt oder am Meer, unterm Meer, im Meer, auf dem Boot, in irgendwelchen Urlaubsorten in Europa oder weltweit, dann könnt ihr mir gerne Empfehlungen reinschreiben. Ich schaue mir die auf jeden Fall alle an. Ich habe auch schon einige auf meiner Wunschliste. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese drei Videos jetzt kommen, denke ich, relativ schnell hintereinander. Und dann habe ich noch ein paar andere Sommerbücher, die ich euch zeigen kann. Da mache ich vielleicht entweder ein gesammeltes Video oder doch mal ein Tea-Time-Video. Es wird sehr lang werden. Also ich weiß nicht, wann ich die Zeit dafür finde. Genau. Aber seid gespannt. Ich habe hier noch so einiges an Sommerlesebüchern, die ich auch diesen Sommer noch lesen werde. Ihr werdet also noch mehr davon bekommen. Und falls ihr Tipps habt, immer her damit. Bis bald. Tschüss.